Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Day 2 im Ranglistenmodus. Da oben gibt es Gegenangriff. Jetzt ist die Frage, spielt er Fiesta oder nicht? Das ist die große Preisfrage. Wir nehmen die Burg. Kann ruhig Fiesta machen, wenn er Welcome möchte. to Nova. Haben Atome. Die funktionieren ganz gut mit Atomen. Tankmäßig sieht es nicht so gut aus, nur die beiden. Eine Menge Stichschaden. Ich glaube, wir machen Berserker-Start. Einen Albtraum-Start, nicht Berserker. Double Goldwerfer. Machen wir es mal so. Gargoyle vorne hin. Fort aufgewertet. Das ist nicht schlecht. Dafür hat er keine zwei Worker gebaut. Der will halt richtig skalieren. Jetzt geht er auf Worker. Machen wir drüben noch einen Gargoyle hin. Da haben wir erstmal eine gute Basis. Wir gehen anscheinend aufs richtige Late Game hier. Es war klar, dass da vorne was hinstellt. Katze also. Wir gehen jetzt bei Archer. Wir könnten auf 5-mal ein Robo probieren. Probieren wir ein Robo. Oh, der kackt ab. Sehr gut. Ja, ich glaube, der überlebt. Ja, macht nur 10er Schaden. Gerade so. Ich denke, der zweite Robo kommt noch raus.
Habe ich so im Gefühl. Ja. So, jetzt ist der auch tot. Und der ist auch tot. Er hat wahrscheinlich gedacht, ich gehe dann auf die 6. Aber das machen wir nicht. Jetzt haben wir uns ein kleines Lied rausgearbeitet. Hat seine Goldwerfer verloren. Und hat somit übelst viel eingebüßt. Machen das so. Groß und Ganze sind wir erstmal gut aufgestellt. Oh, King Upgrades. Jetzt hat er Sakura Blume gebaut. Mega Skalierung. Ich werde hier nächste Wave zwei Echsen reinschicken. Damit wir die Katze down kriegen. So, dreifach Bogenschütze, der ist auch sehr gut für Welle 10. Machen wir mal so. Macht zwei Atome drin. Dein Goldwerfer ist schon down. Jetzt ist die Katze weg. Die kackt auch gleich ab. Wegen den beiden Echsen. Na, die wird wahrscheinlich überleben. Wollen wir noch einen zweiten Berserker? Schon wieder Albtraum, meine ich. Albtraum. Dann schicken wir halt mal eine extra, einen Unhold rein. Jetzt habe ich schon heute mit den Namen. Unhold schon tot. Euer Frontline. So. Ich werde auf jeden Fall auf 10 schicken, dass die Blume nicht so viel kann. Malwurf. Ein von Ben ist down.
Hau ab, du scheiß Fliege. Ich habe seit Tagen eine nervige Fliege in meinem Raum. Die haut einfach nicht ab. Und die fliegt mir immer um die Fresse drumherum. So, Drache raus. Hier machen wir Upgrade. Können wir noch einen bauen. So. Yosora. Oh, die Wave sollte gar kein Problem sein. Er hat sofort aufgewertet. Alter, Oberbild 125. Das ist nicht normal. Ich weiß nicht, wir könnten Riesenschnecken gehen. Könnten aber auch für Zuschuss gehen. Na ja, komm, wir nehmen die Riesenschnecken. Wir nehmen die Riesenschnecken. Ah, da ein Oberbild 150, so. Da komme ich nicht durch. Büro nicht schlecht, Blume nicht schlecht, Schleime, Katze. Wir haben genug Stichschaden. Pyro nehmen, also den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich glaube, ich nehme die Schleime noch mit. Die skaliert natürlich jetzt nach oben. Ungünstig für uns. Und er baut halt übelst viel, damit seine Skalierung nicht abkackt mit der Blume und den Goldwerfern. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Holy shit. Hat immer noch Oberbild. Und ich komme nicht rein. Yes, my lord. So eine Kacke.
Was machen wir denn nur? Der andere auch über Bild. Und ich kann einfach nicht halten. Haben die jetzt schon die Skalierung so hoch erreicht, dass wir nichts mehr machen können? Das wäre brutal. Das wäre brutal. Schick jetzt rein. Okay. Dann bleibt mir keine Wahl, es mitzumachen. Die skalieren zu fett nach oben. Das ist brutal. Ja, wieder die nächsten Schnecken. Kann's ja schicken, ich kann ja nicht halten. Plus 200. Das ist echt eine harte Runde. Wir haben so viel Skalierungskacke. Wir haben so viel mehr Gold als wir. Müssen locker bauen. Wir müssen Burger bauen. Gar keine Wahl, weil sonst kommen wir hier nicht voran. Sonst gewinnen wir nicht. Also, oder kommen nicht mehr zurück. Turtle geht noch raus. Jede Runde die Riesenschnecken. Und ich kann nicht halten. Jetzt hat er zu viel Burger geholt. Aber ob das reicht? Das sieht doch nicht schlecht aus. Oh ja, piepen. Kannst du leider auch nicht halten. Vorbei. Aber das war so eine fette Skalierung. Das ging so früh jetzt auf einmal nach oben. Da hat man einfach keine Chance wieder zurückzukehren, weil die ganze Zeit mehr Gold haben. Mehr Einheiten, mehr Gold, mehr Worker. So eine Scheiße. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.